Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner heutigen Folge hier, gerade von Thüringen, Version 3.101. Ja, den Anhänger stellen wir jetzt wieder weg, und zwar bei der BGH. Da stellen wir wieder hin. Das sind aber vorwärts abstellen die Ballen beim Kuhstall. Unsere Sonnenblumen sind gewachsen. Kick an. Dann kann ich gleich mal das andere Feld düngen. Und zwar die 48. So. Mal ganz kurz gucken. Dünger müsste reichen. Kursgenerierung. Feld Nummer 48. Da nehmen wir Vorgewänder 2. Gewitter. Also Regen habe ich hier in Thüringen reichlich. Und da können wir ruhig anfangen am Rand. Ist egal. Da wo er steht. Einstellen. Dann schaut man ganz kurz. Jetzt habe ich irgendwo Fehler im System, keine Ahnung was. Kurz, Feldfrüchte nicht. Wachstum, gedüngt. Ja, es ist blau. Dann kann ich gleich hier nochmal düngen. Oh, da die Wiese. Ja. Na, das lohnt sich nicht. Das ist. Auch die Arbeitsbreite ist ja enttäuschend. Ne? Ich glaube, das ist nicht zielführend hier. Also ich brauche die 14 Meter bitte, ja? Ich weiß, die sind da. Wir haben sowas. Aber mit 6 Meter hier, ja, das kann der Hobbybauer machen mit seinen 3 Kühen oder 5. Kommen damit nicht klar. Werden wir gleich wieder kaufen. Garage. Das würde funktionieren bei Kettle und Kopf. Da hätte ich nicht so eine großen Flächen. Das sind die Zettel. Die Zettel sind okay. Die passen. Aber hier, das ist echt zu klein. Gut, beziehungsweise nicht gut, wir werden gleich mal einen Flug holen, und zwar die kleinen, die ich hier Nala drin habe. Mal schauen, ob ich einen rauskriege. Die ganz großen will, glaube ich, da nicht so, da ich jetzt eigentlich genug Gras habe, oder also genug Silage. Für die Kühe kann ich mir leisten, dazu umzubrechen. Ne? So, mal ganz kurz reingucken. Aufklappen. Das ist schwer zu steuern hier. Ich sehe schon kommen, dass ich in die Halle nicht mehr reinfahren werde. zuklappen. Mühe und Not kommen wir raus. Haben die einen stärkeren Traktor? Oh, oh. Ist das Pflegebreife? Normalerweise nicht. War wie ausgemacht. ...300 PS. Ich werde doch den Fendt nehmen.
abgestellt. Wenn wir unseren Ladewagen auch gleich wegfahren, der steht ja mir ungünstig dann nachher. Hundertprozentig Kalk drin, ne? Tja, den werde ich brauchen, ne? Personalfarming habe ich ja vor. Im Laufe der, ja, wenn die Ernte erledigt ist, ne? Also wenn bald das Getreide geerntet wurde und der Mais im Silo ist, dann will ich das entsprechend nutzen. Also gibt ja jetzt auch eine Erweiterung, ein Mod, wo man im Prinzip das Scannen automatisch machen lassen kann. Man muss dafür bezahlen, wird man muss es ja bezahlen, aber ist ja an sich okay. Bevor wir uns hier zigmal hinfahren müssen und das prüfen wollen, ne? Müssen können. Ja. Ist ja nicht nur ein Feld, das ist ja recht viele Felder. Und das wäre eine gute Alternative. So, hier mal den Traktor mal kurz abnehmen. Anhänger kann man später wegfahren. Beziehungsweise kann man. Okay. Weil der ist ein bisschen stärker von der PS-Zahl. Der hat, glaube ich, 500 PS. Hauptsache die Räder drehen nicht zu sehr durch, weil es zu nass ist, ne? Das ist immer eine Frage des Bodens. Wenn es Lehmboden ist, dann wird es auf jeden Fall kritisch. Ist es sandiger Boden, Sandboden, dann ist es auf jeden Fall machbar, denke ich mal. Aber das wissen wir aktuell noch nicht. So, ganz kurz mal gucken hier. Programmieren, Kursgenerierung. Bin nicht ganz überzeugt, dass es funktionieren wird. Äh, 62, so Vorgewände machen wir auch ruhig recht viele wegen den Wänden. Wir werden aber 16, wir werden mal in den Feldreihen beginnen, aus Reihen, ja, hier ist im Grunde egal, aber rein theoretisch ist ja so. Er wird ja sonst immer ins Geflüchte immer wieder rauffahren, ne? Ja, er wird zum Anfang recht lange brauchen. Aber dann her geht es ja die Reihe rund. Es geht um Wenden, ne? So. Ersten Punkt. Braucht sehr lange, kann man jetzt schon sagen. Schauen wir, wie er anfängt. Ich hätte mir tanken können vorher, wäre vielleicht besser gewesen. Er braucht garantiert sehr lange. Die Zeit ist eine ungefähre Schätzung. Ja, eine Stunde. Eine Stunde. Also. Ich werde den Kurs speichern, weil ich genau weiß, es kann sein, dass ich das nicht schaffen werde. Das Feld 62 Flügen. 62, nee, 62. 62. Flügen 6,2 Meter. Erstens, weil Bescheid weiß, was gemacht wurde, also in welcher Arbeitsbreite, und zweitens, was an sich wichtig ist, wenn ich theoretisch jetzt mit dem Spiel aufhören würde und speichern würde, dann würde er beim nächsten Lernkurs wieder gleich dazugeben. Und da könnte er weitermachen. Ansonsten müssten wir den ganzen Spaß neu berechnen und von vorne anfangen. Na klar, irgendwo anfangen, wo noch nicht gemacht wurde. Ansonsten ist es hier mit normalen Helfer schwierig, sagen wir so, ne? Selbst hier ist er. Hoffen wir, dass er beim Drehen das besser hinkriegt, ne? Mal gucken mal hier. Da haben wir ja, ist halt automatisch. Es kann sein, weil er hier rüber guckt.
Das sind Einstellungen, die wurden automatisch gemacht. Vielleicht ist das genau richtig. Ja, gehen wir von aus, richtig ist. Ja, das sind die ersten Runden, sind wenig, ne? Also ne, ist ja eine schöne, er kann er ringsherum fahren, ne? Denn hätte ich weniger Vorgewende gemacht, hätte sich viel mehr angestrengt mit Rangieren, ne? Das hätte aufgehalten. Okay, der kann arbeiten. Dann gehen wir bei anderen Wiese bei. Aber werden wir gleich auch schwarz arbeiten lassen. Das ist ein bisschen vielleicht besser. Und zwar so. Fahren wir runter. Und dann muss ich gleich umstellen. Ne? Zwar auch noch eine kleine Wiese, die wir noch machen. Wachstum ging ja vorhin durch. Habt ihr gesehen. Wachstum. Ja. Müsste ich die anderen Wiesen noch gleich machen. Düngenmäßig meine ich. Da fahren wir erstmal zur Wiese runter und dann mähen wir das mal gleich. Und dann nehmen wir einen Düngerstreuer und werden gleich bis entsprechend Pferdegraswiese muss gedüngt werden einmal. Im Grunde noch zweimal. Und die Klee- und die Luzernewiese muss noch gemacht werden. Mit Düngen. Da haben wir erst Stufe 1. Ist ja halt so, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Heute wird bei mir HD angezeigt. Im Bildschirm. Richtig hell, farbenfroh. Oh, der Mais ist gewachsen. Der Düngerstreuer ist ja auch einer dabei. Ah, den haben wir. Den haben wir nicht rausgenommen, ne? Doch, den haben wir, ne? Ja, doch. Das Getreidefeld sieht aus, als reif ist. Ist das reif? Ich meine, wenn es reif wäre, ist gut. Und wenn nicht, ist es eh nass, ne? So. Das erste. Wachstum. Ne, ist grün. Grün ist nicht reif, aber wird bald reif werden. Im Wachstum. Ja. Und da ist auch im Wachstum. Muss nur gedüngt werden, ne? Ja, da wird schöner Mais werden. Das wird eine schöne Aktion werden. Also zwei Felder, vier Geräte, die häckseln und ja, entsprechend abfahren, ne? D2 pro Gerät. Ungefähr. Ich glaube, ja, muss ich schauen. Das ist so viel. Normalerweise schon, die anderen Wagen können auch von den Grassammelwagen. Ne? Die ist Baustelle immer da. Wird garantiert nachher im Herbst weg sein. Merken. Wenn hier nach Weihnachten ist, dann werden wir zum Weihnachtsmarkt fahren. Dann soll hier irgendwo ein Weihnachtsmarkt sein. Da hat man eine zweite Wiese. So. Erstmal ausklappen. Dann kann ich es umstellen. X. Ist ganz wichtig. Und Schaden 1,6 ist okay. Dann müssen wir auf Streng. Jetzt kann es umstellen. Streng. Z. Fahrtablage. Das ist die Wiese Nummer 62. Oder nee, Quatsch. Nee, nicht 62. Jetzt sehen wir gleich 63. 2 und wir beginnen auf Feldreihen. Dann müsste man hier kurz generieren. So, war nicht schlecht. Und dann muss ich mal schauen. Bei Einstellung. Und zwar. Toll anheben spät, früh absenken und spät anheben. Kommen da garantiert durcheinander.
Wie macht ihr das? nee. Also absenken. Früh. Und spät anheben. Das ist im Prinzip bis zum Schluss unten erlässt und dann auch hier. Ja, Lenkrad beibehalten, ja. Hoffen wir, das klappt. Also früh absenken und spät anheben. Dann machen wir hier auf ersten Wegpunkt. Und den Kurs muss ich speichern, weil ja hinterher die Ballenpresse auch das einsammeln soll und pressen soll. Stellen wir ein. Und dann pressen wir ab, Feld, 3, Feld 63, bei mir sind alles Felder. Mähen und Schwatten oder Schwatten und ja, jetzt mähen. Und Schwatt. 13,5 Meter sind glaube ich 13,2, aber ist ja egal. Bei einem Fahrzeug ist eh wurscht. Und ein Gerät. Ja, mehr geht nicht. 1G. Speicher. Sollte besser klappen mit dem Mähen. Das sieht ganz gut aus. Das Einzige, was blöd ist, weil er beim die andere Runde fährt, dass er nicht das normal mit schwarten kann. Ne? Das ist vielleicht ist es vielleicht wird es sogar funktionieren, aber ich weiß es nicht genau. Und was haben wir mehr Gras als vorhin? So, dann wollen wir gleich mal den nächsten Traktor schnappen. Und ich muss den Dünger besuchen. Ich muss düngen. Und zwar nicht hier, sondern Pferdegras. Feld 29. Das hat noch ein Gewicht. Tatsächlich die Zeit. Geht noch. X. Deswegen ist mir so ein bisschen wichtig, dass man einige Sachen speichert. Sonst gut, bei vielen Sachen kann man normalen Helfer nehmen, aber das wäre dann dem meist ungünstig. Wenn es noch nicht funktioniert, ist Kalklager. Also gibt hier eins hingeben, also muss man keins anschaffen. Und hier ist ein Düngerlager. Und Saatgut. Muss man sich aber kaufen, ne? Also muss man sich vorher beim Landhandel Müller kann man sich kaufen. Lose. Oder beim globalen Markt, was ich jetzt nicht vorhabe. Was ich letztes Mal machen wollte, ich wollte da Alt 0 und zwar gut Feld 29, das passt. Und jetzt checken wir hin. Bin mir nicht ganz sicher, ob er da lang fahren kann, hier auf dem Weg. Mal gucken. Müsste eigentlich funktionieren. Da ich die Kurse ja nicht selber eingefahren habe, ist das schwierig, ne? Immer zu sagen, das klappt nicht. Alle die anderen Traktoren müsste eigentlich funktionieren. Gut. Ach, ganz interessanter Kurs eingefahren. Ich glaube rechts runter über den oder der blaue, ja der blaue Weg. Die Straße ist blau gemacht worden. Aha. Weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Ob da jetzt einer entgegenkommt, ob das so ein kleinen Bums kommt. Ne? Das weiß ich nicht. So viele Fahrzeuge fahren aktuell nicht. Nur einer. So. Wir müssen jetzt sehen, dass wir gleich alle draußen putzen brauchen wir heute nicht. Ja, hier ist, wie gesagt, das sieht reif aus, ist auch nicht reif, aber das sieht gut aus, muss nur trocken werden. Und hier ist
Weizen. Einmal zwei Geräte, einmal drei. Quatsch, zwei und eins. Das ist schon okay. Und hier schon deutlich besser aus wie auf der 61. Oder 62, Entschuldigung. Ich müsste Ballen pressen. Wir schalten mal aus. Alles durchschalten wird zu viel. Ich habe schon zu viele Traktoren. Die brauche ich auch, alles die Ernte meistern zu können. Ich werde mal den Käse nehmen. Oder den anderen. Ballenpresse. Die Ballenpresse soll ja unten. Ah, nehmen wir den Traktor nehmen wir den. So. Das passt. Den fahren wir runter. Den Kurs kopieren. Und ich sage heute schon mal schönen Dank fürs Reinschauen. Grüße auch. Ach, ich hab's schon vergessen. Einen weiteren Abonnenten. Freut mich immer. Wie gesagt, ich bin für alles offen. Vorschläge, Ratschläge, Tipps, Hinweise, egal welche Art, gerne gesehen. Dann seid mal, also der Kommentarleiste darf und kann genutzt werden. Wer es nicht möchte, ist auch okay. Dann, wie gesagt, wenn einer das möchte, ist kein Thema. Dann ist es, ja, ist halt dann so, ne? Und dann muss ja alles perfekt und gut sein, sagt man so, ne? Ganz vorsichtig. Ansonsten einfach reinschreiben, wenn was sein sollte. Ich denke mal, mit vielen Sachen kann man reden und ja, lässt sich sicherlich umsetzen. Ne? Wer Wünsche hat, spezielle Sachen, kann sein, dass ich das vielleicht schon geplant habe. Andererseits kann ich ja was einrichten, ne? Wenn ich irgendwas machen soll oder zeigen soll. Also wenn ich es kann und machen kann, dann mache ich das. Wenn ich es nicht kann, dann sagt Bescheid. Ansonsten im Großen und Ganzen lässt sich alles bereden. Also, ne? So, dann mal tschüss, ciao, ciao. Jo, und dickes Dank fürs Reinschauen. Tschüss.